Willkommen zurück zu Urban Empire, hier mit Bruna Kilgannon, Bürgermeisterin von Neu-Dublin. Ja, der politische Sieg wird wohl wirklich zu teuer sein, da müssen wir wirklich alles auf Maximum aufbauen. Niemand will etwas kaufen, das auf Basis der Ausbeutung anderer hergestellt wurde. So, damit kriegen wir jetzt zwei neue Verordnungen, die wir uns mal anschauen werden, und wir können mit Shanghai was machen. Hier haben wir erstmal fairer Handel. Mit steigendem Bildungsniveau der Bevölkerung wächst auch das Bewusstsein über globale Ungerechtigkeit. Die Fairtrade-Bewegung wächst seit Jahrzehnten stetig und hat inzwischen weltweite Bedeutung erlangt. Wie soll diese Stadtverwaltung darauf reagieren? Die Stadt soll eine Fairtrade-Stadt werden. Das wäre dann Stadt des fairen Handels. Wenn wir fair gehandelte Produkte und Dienstleistungen bevorzugen, wird unsere Stadt ihrer sozialen Verantwortung gerecht. Dazu müssen Waren bei kleinen Produzenten zu fairen Preisen eingekauft werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Arbeitsbedingungen dort fair sind und keine Kinder zur Arbeit eingesetzt werden und dass die Produkte umweltfreundlich sind. Effekt: Wir würden 5% mehr ausgeben. Das persönliche Wachstum würde um plus 2 steigen. Die Nachfrage würde sich verbessern. Die Stadt soll in die Entwicklungshilfe für Afrika einsteigen. Das wäre dann die Verordnung Entwicklungshilfe. Spenden an Entwicklungshilfeprojekte in Dritte Weltländer können das Image der Stadt verbessern, wäre vor allem persönliche Dienstleistung, die verbessert wird zu einem hohen Preis. Oder wir sollen uns zuerst um unsere eigenen Probleme kümmern, Senioren erhalten einen Bonus auf Sicherheit, während Studenten und junge Erwachsene einen Malus auf persönliches Wachstum erhalten. Ja, es würde jetzt mehr eins von den beiden passen, wir brauchen das gerade nicht so richtig. Also für Trade-Chat können wir uns noch überlegen, aber... Nochmal ein Bonus auf Sicherheit fände ich jetzt für Senioren nicht so verkehrt. Und persönliches Wachstum haben wir genug. Deswegen machen wir erstmal unsere eigenen Probleme. Verordnung der Stadt gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier intelligentes Wachstum, selbstfahrende Stadtbahn, selbstfahrende Busse und smarte Dienstleistungen. Verringert die Betriebskosten kommunaler Einrichtungen. Das ist nicht schlecht. Dann machen wir nochmal intelligentes Wachstum. Gucken in den Stadtrat hinein. Und dann würde ich sagen, machen wir noch die Stadt des fairen Handels. Alles klar. Gucken hier rein. Keine Straßenbeleuchtung. Hier ist es dunkel, düster, kalt. Fairer Handel. Die Grünen stellen den Antrag, dass die Stadt so häufig wie möglich fair gehandelte Produkte verwenden soll. Dieser Antrag ist bei den Studierenden sehr beliebt. Der Rat wird über den Antrag abstimmen. Wie stehen Sie dazu? Ist das nicht... Das habe ich hier doch... Ja, natürlich. Versuche ich doch hier gerade mit reinzubringen. Also wirklich, warum würde ich das denn sonst in den Stadtrat tun? So beschäftigen die sich damit, was hier ist. Alles klar, wird da auch angenommen. Die Christdemokraten sind dagegen gewesen, aber der Rest dafür, mehrheitlich zumindest. Kostet ja wieder einiges intelligentes Wachstum. Das Wachstum der Städte hat jahrzehntelang unzählige Probleme verursacht. Von der Umweltverschmutzung bis hin zu Verkehrsproblemen, von Gesundheitsproblemen bis zur Zerstörung der Artenvielfalt und bis hin zu einem Rückgang des Sozialkapitals. Prinzipien, die sich um ein intelligentes Wachsen drehen, werden entwickelt, um dagegen anzukämpfen. Auf welches Problem sollte sich Ihre Stadtverwaltung zuerst konzentrieren? Gesundheitsprobleme? Auf die Bedürfnisse von Fußgängern ausgerichtete Städte sind außerdem gesünder für ihre Bewohner. Bezirke erhalten einen Bonus auf Gesundheit und die Verkehrspunkte werden verringert. Dann könnten wir uns auf die Artenvielfalt konzentrieren. Ein totes und ödes Umfeld verursacht Stress und globale Erwärmung. Sämtliche Parks erhalten einen Bonus auf physisches Umfeld. Unter Verkehrsstaus. Staus erhalten einen Bonus auf Verkehrspunkte und ihre laufenden Kosten werden erhöht. Wir nehmen die Artenvielfalt, würde ich sagen. Stadt soll grüner werden. Kleiner Park, Park und großer Park kriegen jeweils plus 1 dazu. So, das Geld schwankt echt. Kritische Journalistin. Eine Journalistin aus dem Bahnhofsviertel hatte mehrere sehr kritische Artikel über sie geschrieben. Sie halten ihre Kritik für unfair und laden sie ein, über die erwähnten Punkte mit ihnen zu sprechen.
Was tun sie? Sie fragen sie, was sie besser machen können, oder sie drohen ihr. Nö, wir können ja so fragen, was wir besser machen können, ne? Sie erzählt ihnen, dass die Bevölkerung vom Bahnhofsviertel sich wünscht, sie würden ihre Sorgen ernster nehmen. Sie versprechen ihr, eine Delegation einzuladen und mit ihnen zu sprechen. Persönliches Wachstum erhöht sich wahrscheinlich in diesem Bezirk. Ja, Sicherheit wäre vielleicht nochmal etwas, wo man nochmal ein bisschen was tun könnte. Aber bei diesem schwankenden Geld, aber aktuell wird es ja wieder mehr. So, dann haben wir hier, dass die Gerichte die Arbeitnehmer bevorzugen. Das findet ja auch großen Anklang. Haben Arbeiter das Recht, nicht zu arbeiten? Der heutige Tag markiert einen großen Sieg für all jene, die sich gegen Unterdrücker und Schinder zur Wehr setzen, sagten einflussreiche Gewerkschaftsführer. Die Arbeiter werden sich unfaire, sogar gefährliche Arbeitsbedingungen nicht länger tatenlos gefallen lassen. Großindustrielle behaupten, dass das ihre Position gegen die Leute, die sie beschäftigen, schwächt und dass Streiks ihre Gewinnspannen verringern. Terroristen fliegen in das World Trade Center. Flugzeuge in das World Trade Center in New York gelenkt. Es handelt sich um einen Terroranschlag. Soria tritt zur Verteidigung Europas in NATO ein. Die NATO, ein militärisches Verteidigungsbündnis, hat Soria gebeten, beizutreten. Also EU zögert sich wahrscheinlich noch ein bisschen hin, aber NATO sind wir schon mal. Na dann. So, ich würde gerne nochmal eben in die Finanzierung schauen. Sicherheit ist immer noch so ein Problem. Psychiatrie, was erhöht das? Hat minus 2 auf Sicherheit, wenn wir das jetzt erhöhen. Generell minus 2 auf Sicherheit, interessant. Können wir die Kliniken erhöhen? Oder die Bibliothek, was bringt die? Die bringt physisches Umfeld und persönliches Wachstum. Kirche. Spaß brauchen wir nicht. Theater. Auch eher so. Den. Soziales Leben ist das, genau. Sportplätze können wir vielleicht nochmal ein bisschen erhöhen. Ja, das kostet ja nichts. Das kostet ja nichts. Parks, Wertstoffhof. Werkstatt ist minus 1 Sicherheit. Ich weiß ja nicht. Ja, muss ich nochmal ein bisschen gucken hier. Dass wir hier nochmal ein bisschen was erhöhen. Schwimmbäder können wir natürlich auch erhöhen. Oh ja, das bringt einen guten Bonus auf Gesundheit. Das machen wir mal. Und kostet auch nicht so viel. Und dann würde ich sagen, das Polizeirevier können wir auch nochmal so ein bisschen hochbringen. 75.000 mehr im Monat, das können wir, glaube ich, verkraften. Antrag auf Änderung der Besteuerung. Wer will jetzt weniger bezahlen? Die Kommunistische Partei behauptet, dass die Arbeiterklasse zu stark besteuert wird. Ja, ein bisschen können wir machen. 1% wieder. Das können wir uns aktuell leisten. Können wir mit den Kommunisten mal wieder ein bisschen besser stellen. Oder kriegen wir immer so einen mit rein. Mein Interesse gehört der Zukunft. Werde ich doch den Rest meines Lebens dort verbringen. Also wir können jetzt selbstfahrende Stadtbahnen und Busse bauen. Und smarte Dienstleistungen, da gucken wir uns dann mal rein. Erweiterte Realität, Internet der Dinge könnte man hier machen. Oder wir gehen jetzt hier mal auf andere Sachen, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Da würden wir auch wieder neue Maßnahmen bekommen. Wir könnten den großen Park bauen. Und Bestimmung für die Hafenumgebung, handelt sich um ein Upgrade für den Hafen. Da können wir wieder ein bisschen Geld ausgeben. Das können wir machen. Nachhaltigkeit also als nächstes. So, dann haben wir jetzt Änderung der Finanzierung. Dann sollten hier die Werte auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Mal gucken, ob sich da was tut. Ja, so ein bisschen. Also, Spaß haben wir nach oben bekommen, Sicherheit noch nicht. Sicherheit und physisches Umfeld ist so ein bisschen was. Jetzt kommt die Besteuerung. Zentrumspartei ist sich da nicht so einig. 1% runter, naja.
geht dann hier natürlich auch wieder ein bisschen runter alles. Ach, die Dings müssen wir noch gucken. Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Der Stadtrat wird bald den neuen Bürgermeister von Neu-Dublin wählen. Yay. Und den Rest hatten wir schon. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ach ja. Wieder mal in den Stadtrat. Verordnungen, Verordnungen, Verordnungen. Eine neue gab es. Die smarten Dienstleistungen. Mithilfe von Smart-Geräten können wir unseren Bürgern smarte Dienstleistungen anbieten und so ihre Lebensqualität verbessern. Außerdem verringern wir dadurch die Arbeitslast für unsere Angestellten, da die Bürger einige Aufgaben abwickeln können, ohne einen Angestellten der Stadt direkt zu kontaktieren. Oh, das ist toll für uns, denn wir geben 10% weniger Geld aus. Das machen wir auf jeden Fall. Der Antrag wird gestellt, Tierversuche im Dienste der Wissenschaft zu verbieten. Oh ja, das machen wir mal. Nachfrage für physisches Umfeld steigt, aber auch der Bonus. Und wir kriegen mehr Denkleistung. Das unterstützen wir auf jeden Fall. Grün sind dafür und die Sozialdemokraten sind stark dafür. Dann sollte das durchgehen. Wird der Nationalrat Tierversuche verbieten? Mehr und mehr Leute stellen die Notwendigkeit für Tierversuche in Frage. Diese finden vorrangig in der Pharma- und Chemieindustrie statt und die Einführung neuer Testmethoden hat viele Tierversuche überflüssig gemacht. Im Nationalrat wurde jetzt der Antrag gestellt, Tierversuche gänzlich zu verbieten. Man geht davon aus, dass die Debatte über dieses Thema sehr heftig ausfallen wird. Retter von 1 Milliarde Menschen verstorben, Norman Bourlot, der von vielen als Ökoheld gefeiert und von anderen als kapitalistischer Wichtigtuer verteufelt wurde, ist kürzlich verstorben. Gentests beweisen, dass Varelianer von den Ligurern abstammen. Laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen stammen die Svarelia von den Ligurern ab, der vorrömischen Bevölkerung des westlichen Alpenraums. Uns gibt es schon ziemlich lange. Na, wenn dem so ist. Ja, vielleicht latschen wir einfach nochmal einen Park dann mit dahin. Der Faschismus, dem Faschismus beschuldigt. Die Kommunistische Partei Svarelias beschuldigt sie, ein Faschist zu sein. Sie versichern sie, ja, wir versichern, dass wir ebenfalls ein Gegner sind und das finden die Kommunisten toll und glaubhaft. Also sehr präsent hier, die Kommunisten. Studentische Partys, die Studierenden in Neu-Dublin feiern gerne und lang. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Studenten waren schon immer so. Die einen kriegen persönliches Wachstum, die anderen verlieren welches. Kritische Journalistin schon wieder. Die Grünen haben wieder gewonnen, Sozialdemokraten wieder auf Platz 2. Die Journalistin, wir fragen wieder, was wir besser machen können. Ach, diesmal war es Hackthorn, okay. Und die smarten Dienstleistungen geben uns gleich mehr Geld. Zack, 10% weniger Kosten. Sollte es ja ausnahmsweise mal hochgehen. Ja. Und Bürgermeisterwahlen. Und endlich mal wieder. Schon wieder sind 6 Jahre vorbei. Das geht ja ratzfatz hier. Und diesmal ist es ein bisschen knapper. 2 Ratsmitglieder. 4, 1. Oh, die Sozialdemokraten. Da haben wir uns ein bisschen verscherzt mit denen. Wieso? Die werden sie mal bitten. Das hat sie überzeugt. Und die Partei der Mitte werden wir natürlich auch noch einmal bitten. Alles klar. Damit sollte das auch kein Problem werden. 320.000. Dann können wir ja vielleicht doch... Die moderne Technologie schuldet der Ökologie eine Entschuldigung. Gerade sagen, hier müssen wir was bauen, aber wir gucken erstmal ganz in 1000 Verordnungen an. Nachhaltigkeit. Die globale Erwärmung ist inzwischen zur größten Bedrohung für die weltweite Stabilität geworden. Die Artenvielfalt sinkt rapide und die Kohlendioxidwerte steigen. Die Stadtverwaltung überlegt Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. Was sollte auf die Prioritätenliste nach ganz oben? Kohlendioxidwerte, Prestigekonsum oder Enthaltung der Artenvielfalt. Kohlendioxidwerte, Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Kohlendioxid ist an vielen Arten der Verschmutzung beteiligt. Dies hat nicht nur negative Auswirkungen auf Gesundheit. Kohlendioxid ist außerdem noch ursächlich für den Klimawechsel mitverantwortlich. Den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern ist unerlässlich, wenn die Erde überleben soll. Es ist im wörtlichsten Sinne eine Frage auf Leben und Tod. Bonus auf den Wert physisches Umfeld können wir gebrauchen. Nachfrage
Oh ja, das ist eine gute Sache. Machen wir auf jeden Fall. Und da scheinen ja auch die Parteien für zu sein. Prestige. Konsum. Strafzahlung für Fahrzeuge mit nur einem Passagier. Werden Fahrzeuge mit nur einem Passagier mit einer Strafzahlung belegt, fördert dies Carsharing und Fahrgemeinschaften. Dadurch verringert sich die Zahl der Pkw auf den Straßen und somit auch die Verkehrsbelastung und der erhöhte Ausstoß an Abgasen. Für einige Bürger mag eine solche Regelung unpraktisch sein, aber sie wird die Verkehrssituation verbessern und die Luftverschmutzung verringern. Naja, physisches Umfeld geht auch hier deutlich nach oben. Alle Bezirke haben bessere Kapazität für Fahrzeuge. Ob ich jetzt irgendwas minus 20, das weiß ich nicht. Oder Erhaltung der Artenvielfalt. Große Parks erhalten einen Bonus auf physisches Umfeld. Wir haben keinen großen Park aktuell, könnten einen bauen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Kohlendioxidwerte. Dann, das nächste, was wir machen könnten, ist zum Beispiel medizinische Geräte. Implantat fürs Zentralkrankenhaus, ja, das machen wir mal. Oder? Informationskontrolle. Könnten Überwachungskameras bauen. Laut, das können wir noch nicht machen. Digitaler Vertrieb müssten wir damit machen. Schnelles Internet. Für den Spaß. Musikläden erhalten einen Malus oder Existenzgründungsmessen nochmal wieder für das. Was haben wir hier? Erweiterte Realität. Das machen wir mal. Wir machen jetzt mal die erweiterte Realität. Dann gucken wir wieder in den Stadtrat, was wir hier für tolle neue Verordnungen bekommen haben. Hier wollten wir gucken. Alles. Verbot des Rauchens in der Öffentlichkeit. Tabak ist gefährlich und sein Rauch ist für alle Nichtraucher unangenehm und von schlechtem Geruch. Da der Tabakgenuss mit Risiken für die Gesundheit verbunden ist, sollte das Rauchen in der Öffentlichkeit als illegal erklärt werden. Würde hier physisches Umfeld und Gesundheit erhöhen, den Spaß, das soziale Leben reduzieren. Förderung von Elektroautos. Elektrische Autos sind besser für die Umwelt und sind leise und sicherer als jeder Ottomotor. Die Regierung sollte tun, was in ihrer Macht steht, damit diese neue Antriebsart so früh wie möglich von allen Bürgern genutzt wird. Erhöht auch das physische Umfeld. Nachfrage erhöht sich aber auch. Oh ja, dann machen wir das mal. Strafzahlung für Fahrzeuge mit nur einem Passagier. Das ist halt auch freundlich. Ich weiß aber nicht, was das hier ist. Deswegen lassen wir das mal. Könnte ich mir eher noch das Verboten des Rauchens vorstellen. Das schlagen wir auch mal vor. Auch wenn die Raucher das jetzt sicherlich nicht so gerne sehen. Aber es gibt ja Boni im Spiel. Also nicht nur, aber auch. Ha. Ja, Weltmeisterschaft in Deutschland. Auch schon wieder vorbei. Geld haben wir derzeit auch ganz viel. Deswegen würde ich gerne nochmal hier gucken, wie das hier aussieht in den einzelnen Stadtbezirken. Da sehe ich aber nur die Grundzufriedenheit und die ist überall auf 10. Na gut. Ansonsten Zufriedenheit, ja. Studenten sind nicht sonderlich glücklich, aber sind auch nur 4%. Können wir vielleicht noch einen Park bauen? Mal gucken. Jetzt kommt erstmal hier einiges. Verbot von Rauchen in der Öffentlichkeit geht durch. Die Elektroautos sollen gefördert werden. Das geht auch durch. CO2-Ausstoß geht auch durch. Wunderbar. Weiter geht es. Weil man halt hier noch überlegen könnte, vielleicht dann nochmal den Bezirk zu verändern. Tatsächlich noch ein bisschen was in die Infrastruktur zu machen. Ampeln bringen uns jetzt nicht so weiter. Das bringt Telefonzellen, physisches Umfeld und Sicherheit. Ah ja, das ist ja interessant. Vielleicht sollten wir jetzt einfach insgesamt mehr davon bauen. Selbstfahrende Busse.
Stelle Basisstation für Mobilfunknetzwerke. Das ist auch nochmal ein plus 2. Das nehmen wir auch mal mit hinzu. Alles klar. Oh, dann sind schon wieder 20 Minuten vorbei, aber wir machen natürlich noch die Bürgermeisterwahl vorher. Auch das geht wieder in Ordnung. 38 zu 23. Wunderbar. Weitere 6 Jahre bis 2012 dürfen wir also teilnehmen. Und an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.